Hallo, heute geht es in der Airless Discounter Videoserie um die Einstellung des optimalen Drucks. Also wie spritzt man mit einem Airless Gerät mit der richtigen Druckeinstellung? Problem, was wir bei unseren Kunden immer wieder sehen, dass entweder mit zu viel Druck gearbeitet wird oder mit zu wenig Druck, aber eben nicht mit der optimalen Einstellung. Hauptsächlich ist das Problem zu viel Druck. Wie wirkt sich das aus? Also wenn man mit zu viel Druck arbeitet, dann werden die Farbpartikel sehr stark beschleunigt. Es kommt zu einer stärkeren Farbnebelbildung. Das heißt also, man muss stärker abkleben. Man hat auch einen höheren Materialverbrauch und zudem wird das Gerät und auch das Zubehör, also Düsen, stärker belastet und es kommt zu einem höheren Verschleiß. Das andere Ende des Problems wäre dann, wenn man mit zu wenig Druck arbeitet. Zu wenig Druck bedeutet dann meistens, dass man eine ungleichmäßige Farbverteilung hat. Gerade am Rand des Spritzstrahls, also des Spritzbildes, bildet sich mehr Farbe, während im inneren Teil dann häufig so eine Lückenbildung oder weniger und ungleichmäßige Farbverteilung kommt. Das zeigen wir euch gleich mal. Wir haben ja was vorbereitet, wir haben an der Wand schon ein bisschen rumgesaut. Nicht schön, aber ich denke, für den Zweck, um es kurz zu präsentieren, wird es reichen. Wir werden jetzt einfach mal kurz einmal mit zu wenig Druck spritzen, also vielleicht so mit 50, 60, 70 Bar. Dann hat man davon einen Eindruck, wie das aussieht, wenn man mit zu wenig Druck spritzt und dann als Gegenstück auch gleich mal mit Maximaldruck. Wir arbeiten hier mit einer PS329 von Wagner. Die hat einen Maximaldruck von 221 Bar. Den werden wir mal einstellen und dann können wir mal zu wenig Druck und zu viel Druck miteinander vergleichen als Spritzbild. Und um dann nachher an die Frage ranzugehen, wie stellen wir denn den Druck optimal ein und wie erreichen wir ein optimales Spritzbild? Los geht's also jetzt mit der Druckeinstellung für mit zu wenig Druck. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Staudruck von 80 Bar und beim Spritzen gehen wir deutlich runter, dann so im Bereich von 60 Bar. Macht jetzt natürlich mit einer normalen Airless-Düse keinen Sinn, aber es ist einfach nur mal, um kurz zu illustrieren, wie es aussieht, wenn man mit zu wenig Druck arbeitet. So. Wir sehen hier also ganz deutlich, dass es eine ungleichmäßige Farbverteilung gibt. Wir haben hier eine Randbildung, also diese klassische Streifenbildung, die tritt auf, wenn man eben mit zu wenig Druck arbeitet, aber auch wenn ein Verschleiß an den Düsen vorliegt. Also nicht immer ist es zu wenig Druck. Wenn man den Maximaldruck erreicht hat und das Spritzbild trotzdem so aussieht, dann weiß man spätestens dann, dass die Düse verschlissen ist. Also wir haben die Streifenbildung am Rand, dann wird es etwas weniger, also das heißt, da ist eine Lückenbildung und das Material nicht so gleichmäßig aufgetragen. Und zudem haben wir hier in der Mitte dann wieder ein bisschen mehr Material. Also das ist ganz klar darauf zurückzuführen, dass hier mit zu wenig Druck gespritzt wurde. Im Vergleich dazu werden wir jetzt einfach mal den Druck erhöhen und gucken, was dann passiert. Und zwar gehen wir jetzt mal auf Maximaldruck, um dann mal das Gegenbeispiel zu haben. Okay, und jetzt hier mit Maximaldruckeinstellung. Also es ist nicht schön, aber ich denke, es reicht es, um kurz zu illustrieren und zu zeigen, okay, wo liegt hier das Problem? Wir haben jetzt hier sehr, sehr viel Material, wahrscheinlich einfach zu viel. Die Zerstäubung ist sehr stark und wenn man jetzt bei dieser Druckeinstellung von über 200 Bar, in dem Fall jetzt hier 221 Bar im Maximalbereich arbeiten würde, hat man zwar einen gleichmäßigeren Materialauftrag als mit zu wenig Druck. Aber man würde hier unnötig viel Material raushauen und eben für eine sehr, sehr starke Farbnebelbildung sorgen. Das kann man jetzt hier an einem Meter, der kurz an die Wand gespritzt wird, noch nicht sehen. Aber wenn man dann eben eine größere Fläche oder Räume komplett spritzt, dann wird man sehr stark merken, dass man eben bei dieser starken Druckeinstellung dann sehr viel Farbnebel im Raum hat. Also einfach unnötig viel Farbnebel. Die nächste Frage ist jetzt, wie stellen wir den Druck optimal ein? Im Grunde genommen ist es am besten, indem man relativ niedrig mit dem Druck anfängt, dann ein paar Mal Test spritzt, einfach auf eine Pappe oder zur Seite oder so, wie wir es jetzt hier irgendwie haben, auf ein Stück Papier, Abdeckmaterial und tastet sich dann, wenn man neues Material hat, was man noch nicht kennt, tastet sich ran, indem man den Druck immer etwas weiter erhöht. Und zum Anfang merkt man, dann wird man ähnliche Erscheinungen haben wie hier, dass das Spritzbild noch nicht ausreichend, nicht gleichmäßig ist, weil man mit zu wenig Druck arbeitet. Und man merkt dann aber, wenn man jeweils dann um 20, 15 Bar erhöht, dass das Spritzbild besser wird. Und ab dem Punkt, ab dem das Spritzbild dann ausreichend ist, dann sollte man einfach auch nicht weiter erhöhen. Also es geht wirklich nur darum, dass der Fächer gleichmäßig ist und der Farbauftrag über die gesamte Fläche gleichmäßig und ohne Störung, ohne
einen stärkeren Auftrag am Rand, in der Mitte oder sonst irgendwo. Wir werden das jetzt mal probieren. Wir fangen hier mal mit rund 100 Bar an und tasten uns dann mal stückchenweise vor mit so ein paar kleinen Stücken, dass wir dann einfach mal gucken, okay, wo liegt der optimale Wert. So, also jetzt haben wir hier einen Staudruck von 100 Bar. Ich mache mal einen ganz, ganz kleinen Streifen einfach nur, damit wir hier mehrere nebeneinander haben und dann einfach mal kurz vergleichen können. So, hier sehen wir jetzt noch nicht ganz optimal, auch nicht ganz optimal aus der Bewegung raus, aber davon mal abgesehen. Wir haben hier noch nicht ein ganz gleiches Spritzbild. Wir haben hier wieder die Erscheinung, dass am Rand ein bisschen zu viel Material aufgetragen ist. Und deshalb drehen wir den Druck jetzt einfach mal hoch. Wir gehen jetzt mal einfach auf einen Staudruck von 130 Bar, weil das kann man schon sehen, dass es deutlich zu wenig ist. Und so, hier sehen wir jetzt deutlich im Vergleich zu 100 Bar, dass wir hier eine wesentlich schon bessere Verteilung haben. Vielleicht noch nicht ganz optimal, aber schon deutlich besser als hier. Ich würde sagen, wir drehen mal noch einen Tick hoch und zwar vielleicht mal auf 150, vielleicht sogar einen Tick mehr bei dem Material, weil es relativ dick ist. Wir haben jetzt einen Staudruck von 160 Bar und ich bin recht hoffnungsfroh, dass wir jetzt sogar schon ein optimales Spritzbild hinbekommen. So, das sieht jetzt schon wesentlich besser aus. Wir haben eine halbwegs gleichmäßige Verteilung. Und vielleicht könnte man sogar noch einen Tick mehr hochdrehen, aber ich denke, wir sehen hier sehr, sehr gut, wie es halt aussieht, wenn wir zu wenig Materialdruck haben und sehen hier eine leichte Entwicklung und eben vor allem den Unterschied. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, warum es wichtig ist, dass man sich die Mühe macht, das Material optimal einzustellen, den Druck optimal einzustellen. Wer vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat mit dem Airless-Spritzen und sich ein bisschen erst ausprobieren will, vielleicht auch ein neues Gerät hat oder ein ganz neu mit dem Thema erst in Verbindung steht. Da den Tipp, bevor man das Gerät das erste Mal einsetzt, einfach mit einem Wassereimer das Ganze mal testen. Das heißt, man pumpt einmal einfach Wasser durchs System und versucht diese Spritzeinstellung, eben, die wir jetzt hier einfach mal kurz mit Material getestet haben, dann mit Wasser einfach mal. Einfach auf eine Pappe spritzen, an der Hauswand oder sonst wo, sodass man einfach sieht, okay, wie ist denn jetzt hier eigentlich die Verteilung? Also natürlich sieht man das mit Farbe viel besser, aber man kann sich mit Wasser sehr, sehr gut rantasten. Man kann es sogar so machen, indem man den Arbeitsdruck auf 0 stellt, die Pistole gedrückt hält und den Druck von 0 langsam erhöht. Und dann sieht man nämlich, wie sich der Wasserstrahl zuerst relativ ungleichmäßig verhält, gerade noch unter 50, 60 Bar, sehr ausgefranst. Zuerst tröpfelt es auch nur so ein bisschen. Und dann merkt man, wie sich das Spritzbild gleichmäßig aufbaut. Also das wäre so eine erste Übung oder ein erster Test, um sich an das Thema optimale Druckeinstellung so ein bisschen ranzutasten und um erstmal eine Übung zu machen, ohne gleich mit Material rumzusauen, so wie wir das hier gemacht haben. So, ich glaube, da habt ihr ein bisschen was an der Hand, um es selber auszuprobieren und den optimalen Druck zu finden. Solltet ihr Fragen dazu oder auch zu anderen Themen haben, klingelt durch oder schreibt uns eine Mail. Bis bald.